Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Typon Campus. Uns fehlt nur noch die Lernkurve hier. Ich hoffe, dass wir durch die Verbesserungen soweit hinkommen, dass das funktioniert. Vielleicht sollte ich auch noch ein paar in Mechanik ausbilden. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Guck mal, du kannst noch Mechanik. Du kannst Mechanik. Aber zu viel Milch ist bedauerlicherweise äußerst ungesund. Also geh auf Nummer sicher und trinke etwas weniger als zu viel. Eine Bekanntmachung der Firma Milkmaid. Milkmaid? Vielleicht wäre hier mal so ein Dings nicht schlecht, ne? Also hier kannst du aber auch nicht so viel reintun. Schon 20. Verbessere die Noten der Studenten, indem du für Zufriedenheit bei Studenten sorgst, ihnen bessere Dozenten und Hörsäle gibst und sicherstellst, dass sie sich im Selbststudium widmen und Nachhilfe erhalten. Und die haben jetzt zwei Bibliotheken. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur gut, die Seelsorge hat zu tun. Das hier wird immer alles nur so ein bisschen angekratzt. Was soll denn, soll das denn? Wir haben alles, was sie hier wollen. Greenscreen. Ja, dazu bräuchte ich erstmal Marketing, ne? Neues Projekt generieren, ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Wir sind im 7. Jahr. Zwei sind durchgefallen, ja gut. Aber... ja. Immerhin. Wir sind alle happy. Ich meine ja nur. Was wollen die jetzt hier? Wohnstudio. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Das könnte man kaufen. Und Stück 2. Das ist ja hässlich. Wo könnte ich noch? Hier? Ah, das ist mir zu weit weg. Ach, manche kann ich nur leer kaufen, manche halt Dings, okay. Wir würden denn das hier kaufen, aber erst bei Zeiten. Ja, hier ist zum Beispiel gar keine Unterhaltung drin. Das war nicht billig so. Protestforschung von mir aus. Wie geht's, wie steht's? Ihr hört Radio Two Point, den beliebtesten Rundfunksender in Two Point County und Umgebung. Du machst jetzt erstmal hier die gleich neuen fertig. Mit noch mehr tollem Radio, garniert mit trügerischen Werbebotschaften. Eine wird jetzt mit Mechanik gemacht. Erinnerung an alle Studierenden. Überall ist nur so angeditscht, ne? Hier nicht, aber die meisten. Was? Wieso? Möchte aufgeben. Warum? Braucht was zu denken, müde. Ja, aber guck doch mal, hier sind so zum Essen und Trinken und brauchst die nur holen.
jung. Brauchst dir nur holen. So, endlich. Hier ist das Rednerpult fertig. Langsam aber sicher kommen sie ran. Hier ist fast das Rednerpult fertig. Dann sind es nicht mehr so viele, was gemacht werden muss. Guck mal, sieht doch viel, viel hübscher aus, ne? Die ist aber so gemein, die Frau. Ach, das geht gar nicht. Ja, toll. Ich meine, die haben doch hier Essen und Trinken. Aber vielleicht muss ich das auch mal da so rübersetzen mit dem Tonstudio. Hier kann ich nichts. Hier ist auch schon alles verbessert. Das ist sehr gut. Und nur 2. Tag der offenen Tür. Wir sind jetzt nur bei B. Aber nicht mehr B+. Ja, langsam werden die Sachen verbessert. So. Was hast du denn? Möchte aufgeben? Warum? Verstehe ich nicht. Naja, die sind alle so ein bisschen verteilt, so, ne? Das ist schon. Die sind alle so ein bisschen unglücklich. Ja, dann geh doch duschen. Was sagt eigentlich mein Kredit? Das ist das Falsche. 24 Monate. Wir sind jetzt in B+ angekommen. Wer schon länger einschaltet, wird wissen, dass ich verschiedenste Hobbys und. Die sind immer noch so unglücklich. Aber Joggen gehört da eindeutig nicht dazu. Ich meine, man rennt da im Kreis, immer und immer wieder. Ob nun im Stadion oder im Park. Und das soll befriedigend sein? Wenn ihr mich fragt, ist das nur eine weitere Masche, mit der Big Business uns gefügig machen will. Mich kriegt ihr nicht. Ich bleib sitzen. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Ja gut, bei 5 Dozenten finden ist glaube ich auch schwierig. Da hinterher zu kommen, ne? Alles zu machen. Okay. Hier wird jetzt verbessert, da ist verbessert. Da ist verbessert, fehlt nur noch das hier und das. Gut. Nächstes Jahr brauche ich Tonstudio. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Wir sind so ein bisschen weit vom Schuss, das ist das Problem. Besser. Ich brauche zwar die Kudosch nicht, aber das ist egal. So, du bist fertig. Du. Die sind alle so dreckig, ne? Wie viele Clubs habe ich jetzt? Ich habe den Club. Den und den, ne? Ich würde danach vielleicht den Naturclub machen. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank.
Da Bilder ein Typ mit Dings heute. Ja, ich weiß. 14 Leute haben Dings. Hier fehlt nicht mehr viel. B plus. Bungle wird von der Presse ja immer sehr gelobt. Aber ich finde es einfach ungesund, wenn etwas so derart positiv bewertet wird. Davon jucken mir die Augenbrauen. Klar, wir haben Bungle einige technologische Fortschritte zu verdanken. Und manche von euch würden nicht ohne ihre automatischen Toilettenpapierspender leben wollen. Aber ich komme auch so auf der Toilette bestens klar. Vielen Dank auch. Hab ich doch. Ach, hat er nicht weitergemacht? Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Vielleicht mache ich die vier dann auch nochmal hier so hin. Im Bücherwurm. Auf Kudosch. Was läufst du da hin? Da ist nichts. Theoretisch könnte ich meinen Kredit zurückzahlen. B plus. Kann man nicht irgendwas noch? 10% Lernkurve. Und da nochmal. Forschungsprojekt abgeschlossen. Fein gemacht. Ja, das hast du gut gemacht. Gutes Düftüf. Okay, das, da fehlt noch ein bisschen was. B plus. Also die Vorlesungsräume sind alle verbessert. Die gehen. Okay. Ne? Frag mich nochmal später. Jetzt bin ich nämlich wieder im Minus. Weil das hier, dieser Zeitraum zwischen März und April, sind so die Sachen, wo sie halt so wenig lernen. Da machen sie halt nichts. Kann ich auch verstehen. Würde ich auch nicht. Aber trotzdem. Nee, der hat viel, ne? Das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen astreinen Abend. Hoffentlich wird die ständige Furcht vor Alien-Entführungen, Revolutionen und natürlichen Katastrophen euch nicht davon abhalten, den Rest des Tages entspannt zu genießen. Hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Also los. Frag mich nächstes Semester nochmal. Komm schon. Seid keine Schmocks, geht nochmal ein bisschen hier hoch. Seht zwar, dass Geld reinkommt, ne? Kopieren.
es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Ablehnen. Hm. Da müssen wir noch gucken. Kopieren. Wieso ist der so lang? Und alle anderen auch so lang? Ja. Warte mal, wir müssen noch mal was anderes machen. Wir müssen das Ganze hier mal kurz... Oh, ey. Ich bin auch nicht zu hören. Dankeschön. Ja, die Tür, ich weiß. Aber so ist es nicht mehr so hoch. Naturclub kommt dann genau dahin. Hier machen wir mal nur ganz kurz einfache Bänke. So. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Das meine ich, das kostet so viel. Ausweichung ansehen! Keiner ist durchgefallen! Yeah! Ja, das war jetzt nicht so krass. Wir verdienen nicht genug Geld. Auf Grundlage aktuell werden wir dieses Jahr verlieren. Das liegt aber auch einfach daran, nicht weil wir zu wenig Geld haben, also Geld machen, sondern einfach an der Tatsache, dass im Prinzip, das kostet nicht so viel Geld. Ich einfach keine Studiengebühren bekomme. Es wäre so easy, wenn ich Studiengebühren bekommen würde. Aber nein. Ich darf ja nicht. So. Warte. Gucken wir das mal so. 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 So, und dann stellen wir 4 solcher Dudes ein. 1. Besucher sollten angemeldet. 2. Anschließend sofort entfernt werden. 3. Hallo? 4. Wollen wir ja starten. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, ne? Kriege ich das da hin? Einschreiben, dann studieren. Das ist der, ne? Aber da ist denn jetzt hier so ein Strich wegen dem Ding. Aber okay. Sitzen. Du hast Doppelbank? Du hast Doppelbank. Guck mal, dann sieht das schon fast identisch aus. Aber nur fast. So, jetzt muss aber losgehen hier. Ah ja, stimmt, es gibt ja ein neues Projekt, was ich starten kann. Nimmst du das? Nächstes Jahr wieder ein Römchen.
Komm schon, ihr seid schon auf B+. Der Formschnittbüsch. Der Formschnittbüsch. Da kann ich ja immer noch einen Tisch draußen machen. Na schön. Zeig mal, was wir können. Ach, da ist er. Willkommen zurück, liebe Studis. DJ Shorts hat für euch wieder den Finger am Puls des Geschehens im Two-Point County. Thema des Tages? Wäre Jasmine Odyssey cooler, wenn sie nicht Everybody's Darling wäre? Spoiler-Alarm. Aber sowas von. Als nächstes hört ihr den Mega-Song von einer Band, deren Namen ich nicht mehr aussprechen kann. Ziemlich anspruchsvoller Scheiß. Zieht euch das unbedingt rein. Science-Fiction-Film. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Da geht's nicht, doch da geht's auch. Versuche jetzt ein bisschen die Lernkurve hochzubuttern. Ich habe fast 100.000 Mitarbeitergehälter, ne? Oha. Kommt schon, Leute, gebt mir B+. Wieso habe ich so viele? Ich habe eindeutig zu viel, aber das ist halt wichtig. Ich meine, die haben jetzt alles, was sie wollen, ne? Hobby-Stiftung, ach hier. 100 Club-Mitglieder habe ich schon. Also ich kann auf jeden Fall meine Mitarbeitergehälter wieder bezahlen. Nächstes Jahr kommt wieder nur ein Dozent dazu. Das ist auch egal. Bei den 5 bleibt es dann halt. Komm schon. Verbessere gute, ausgebildete Lehrkräfte. Eine schön hochwertige Umgebung, hochwertige Ausstattung und allgemeine Zufriedenheit. Was ist? Forschungshub könnte verbessert werden. Was? Schon wieder? Wieso? Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Ah, das ärgert mich. Aber die Weiterbildung will auch nicht so richtig funktionieren, ne? Also die Dozenten gehen halt nicht in die Weiterbildung. Was soll ich machen? Mann, die Studenten auf dem Campus reden echt verdammt viel über Snacks. Eigentlich ein banales Thema, ich weiß, aber ein... Guck mal, du thronst über alles. Muss ich mal loswerden. Cheesy Gubbins sind... Okay, aber der Snack schlechthin sind eindeutig... Guck mal, ich sehe doch hier Lado, wo es A hochgeht. Kinders. Insekten. Klar, das klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich fahre total auf den dezenten Geschmack ab. Die Lieferzeit beträgt zwar ein paar Monate, aber hey, ich finde, das sind sie definitiv wert. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Was ist denn da überhaupt die ganze Zeit da jetzt an Eventen? Ach, den hat sich glaube ich eine Party oder sowas versprochen, ne? Stimmt. Manche gucken sich jetzt hier noch einen Film an. Komm schon! Springt doch hoch, Mensch! Sind doch schon bei B+.
Was wollte er denn noch? Wir sind kaum Leute. Weil sich alles da im Prinzip abspielt. Also ich auch ganz gerne machen würde, wären hier so die ganzen Clubs hier eigentlich so zusammen irgendwo, aber... Nee. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Ich bin immer noch bei 76. Wieso? Wieso bist du traurig? Essen 15%, Unterhaltung 15%. Immer Prestige ist nur 20. Aber die sind schon, also die sind nicht unglücklich. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Gut, die sind auch nicht glücklich, aber, ne? Guckt euch das an. Guckt euch den Western an und dann lernt. Ich brauche Geld. Ich bin ja froh, dass ich jetzt schon keinen Kredit mehr habe. Aber die Mitarbeitergehälter sind einfach zu too much, zu viel. Ich habe auch so ein bisschen den Überblick verloren. Wer muss denn noch in die Weiterbildung? Die zwei. Die einfach nicht reingehen. Nein, 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 nein. Du bleibst schön bei 76. Oder besser. Komm schon. Strengt euch an, Kinders. Mag einfach den Bücherraum. Haben sie den Busch? Das ist noch in der Mitte. Das, die wollen nicht hochgehen. Mensch, warum wollen die nicht hochgehen? Zeit für eine Studentenstory über eine Bäckerei, die ab jetzt kleine Brötchen backen muss. Ju, was hast du für uns? Die gehen aber auch nicht in die Nachhilfe oder so. Die Bäckerei Old Widget in Hogsport verwöhnt die Studis vor Ort schon seit Generationen mit ihren berühmten Marmeladendonuts. Doch diese süße Geschichte geht nun zu Ende. Denn die Maschine, die die Donuts mit den köstlichen Fruchtmischungen füllt, hat heute wegen irreparabler Marmeladenfäule endgültig den Geist aufgegeben. Zu Ehren der Maschine serviert die Bäckerei nun Donuts ohne Füllung. Sie mögen zwar hohl sein, doch diese Leere verleiht ihnen einen bittersüßen Beigeschmack. Als würde man von einem guten alten Freund Abschied nehmen. Nächste Woche geht es dann mit einer neuen Maschine weiter, die uns viele neue Donuts und neue Erinnerungen schenken wird. Oh. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen zu boosten hier. Hab ich alle? Nee. Damit die alle so einen kleinen Boost noch geben, wenn sie da drinnen arbeiten. Ja, Mechanik brauche ich eigentlich nicht. Ich habe nichts mehr zum Verbessern.
Ja, das bringt mir nicht viel. Ach, kommt. Zweiter Stern. Büste von Fitzpocket. Fräulein Odysseys dauerhafte Belästigung des Gesundheitswesens des Countys war ein wesentlicher Grund dafür, dass ich meinen Posten als Gesundheitsminister verlassen habe. Ihre Rückkehr in eine Erinnerung daran, dass noch kein so privilegierter Mensch vor seinem Problem davonlaufen kann, erst recht, wenn es sich dabei um eine wohlwollende Kulturikone handelt. 20.000 Nummer 150 Kudosch. Okay, dann machen wir mal Pause. Hier herrscht doch gar kein anderer. Wo steht das? 2, 3. Was muss ich machen? Talentshow freigeschaltet. Verdiene 200.000, gewinne Attraktivität. Das krieg ich hin. 2 Millionen! Ihr habt ja wohl ein Popo offen. Ja, Attraktivität ist so eine Sache, das kriegt man hin. Wir kleistern einfach halt alles mit Postern zu. Bei Talentshow bin ich mir halt so unsicher. Aber okay, das machen wir im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Das ist sehr gut. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.